Susa, ich muss dir unbedingt von dem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Das ist ein Traum, wie romantisch. Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Egal, ich finde Träume an sich schon so romantisch. Wer hätte es gedacht? Also, in meinem Traum habe ich mein Buch in Hand und es fällt mir runter. Und ich will es gerade aufheben und rate, wer es für mich aufhebt. Tom? Nein, nicht Tom, Finn. Und als wir uns dann so gegenüberstehen, es war Liebe auf den ersten Blick und wir haben uns geküsst. Du und Tom? Nein, Kit, ich und Finn natürlich. Da ist er. Jetzt sehen wir, ob dein Traum wahr wird. Ups, Nina, du hast dein Buch verlassen. Ich frag mich, wer es wohl aufheben wird, Finn. Oh, Nina, du hast dein Buch fallen lassen. Können wir, Finn? Tom, warte, du warst nicht in meinem Traum. Leg das Buch wieder auf den Boden. Oh, Schatz, es ist wunderbar, dass wir zwei wieder mal miteinander ausgehen können, wie zwei junge Teenager. Ich bitte dich, so wie wir aussehen, müssten wir in der Disco glatt nochmal unseren Ausweis vorzeigen. Und bekämen keinen Alkohol zu trinken. Also, viel Spaß heute. Ich gehe mit Nina ins Kino. Ja, aber doch nicht so, mein Sohn. Du hast offenbar die Reihenfolge deiner Kleidungsstücke verwechselt und das Hemd über den Pulli angezogen. Ja, und das total mit Absicht. Das ist total in gerade, zumindest in meiner Generation. Also hör mal, nur weil wir uns nicht rückwärts rum anziehen, heißt das nicht, dass wir zum alten Eisen gehören, ja? Noch so eine. Vielleicht liegt's an uns. Vielleicht haben wir ihnen das Anziehen falsch schon beigebracht. Ich habe meine Schlüssel liegen lassen. Ich komme gleich. Sag mal, was wären denn so die nächsten Modetrends? Neoprenanzug in der Oper oder Socke über dem Kopf? Uli rennt heute schon so rum. Ja. Also ich höre dann soweit. Ja, was denn? In meiner Generation ist das gerade total in. Finn, wie viel Uhr ist es? 3 Uhr. Und wie spät ist es jetzt? Also entweder ist es immer noch 3 oder meine Uhr ist kaputt. Und jetzt? Tom, kann es zufälligerweise sein, dass du um 3 einen Anruf von Angela erwartest? Oder vom Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann hat meine Nummer gar nicht. Und ich wünschte, Angela hätte sie auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn sie anruft. Also ein Hallo wäre schon mal ein guter Anfang. Und dann sofort angreifen. Frauen sind wie Fußball. Setz sie unter Druck, lass sie gar nicht erst zum Denken kommen. Glaub mir, davon verstehe ich was. Oh, unbekannte Nummer. Hilfe, unbekannte Nummer. Das ist sie. Das muss sie sein. Komm schon, denk an Fußball. Hopp, hopp, hopp. Atmen, atmen. Und dann sofort Pressing. Ran an den Mann. Die Frau. Setz sie unter Druck. Lass sie gar nicht erst zum Sprechen kommen. Attackiere von Beginn an. Ich bin bereit. Ich gehe ran an den Mann. Ich attackiere von Beginn an. Pressing. Hi, Babe, hier ist Tom. Klar, dass du anrufen würdest, weil du Prinzessin nicht ohne mich leben kannst. Du weißt es, ich weiß es. Also werde ich nicht dagegen. Und jetzt wäre es an der Zeit, dass du auch mal was sagen würdest. Also du bist gerade in Ohnmacht gefallen. Oma? Ein Tor? Ja. Oh, oh. Ladies and Gentlemen, der Mann meiner Träume hat soeben den Saal betreten. Finn? Wo? Du sei nicht so laut, sonst sieht er uns. Ich meine, ich will ja, dass er uns sieht, aber ohne zu merken, dass wir wollen, dass er uns sieht. Klingt logisch. Finn, hier bin ich. Setz dich her. Setz dich her. Setz dich her. Hey, Mädels. Oh, hi, Finn. Was für ein Zufall. Du auch hier? Wir hatten mich gar nicht gesehen. Ich habe erst gedacht, ich habe mich im Kino geirrt. Ich komme immer so durcheinander mit den Seelen und wird mir immer schwindelig und dann kapiere ich vom Film nichts mehr. Aber sag mal, ist der Platz neben dir noch frei? Ha, der direkt neben mir? So ein Zufall. Ja, der ist frei. Mann, ist der frei. Also, der ist ja sowas von frei. Ich kann dir gar nicht sagen, wie frei der ist. Würdest du dann vielleicht überrutschen? Oh, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ehrlich? Musst du im Kino auch immer deine Füße ausstrecken? Oh, ist einfach so bequem. Susan, bitte behalte es mit Finn und mir für dich. Du bist die Einzige, die weiß, für wen mein Herz schlägt. Und wenn du dich weiterhin so anstellst, dann werde ich auch die Einzige bleiben. Was es ungleich schwieriger macht, mit Finn zusammenzukommen. Vertrau mir, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werde ich ihm meine Liebe gestehen. Ja, nur 2017? Früher. Viel früher. Hi, Mädels. Was ist denn mit dir los?
Ich hatte nur letzte Nacht einen Traum und das, was ich geträumt habe, ist gerade in echt passiert. Fast passiert. Also ich glaube ja nicht an so einen Quatsch. Träume sind Träume und Realität ist Realität. Letzte Nacht zum Beispiel habe ich geträumt, dass ein paar Leute aus der 9C unseren Geschichtslehrer quer über den ganzen Schulhof gejagt haben. Anschließend ist Herr Weisinger gestolpert und alle sind über ihn drüber gefallen. Das gab vielleicht ein lustiges Menschenknäuel. Aber das Beste überhaupt kam am Schluss. Uli kam an und hat einfach so angefangen, Breakdance zu tanzen. Das ist ja wohl das Unmöglichste, was man je gehört hat und hat mit Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Vielleicht hast du recht. Träume sind Träume und Realität ist Realität. Schau mal, Leute! Habe ich gestern gelernt?